Wisst ihr, welche Fahrt nachher? Super, hast du es gut gefunden? Ja, ja. Hey, siehst du gut aus? Ja, ja. Das ist unser Dresscode, gell? Nett, also, ja, schön. Gut. Ja, gut. Nein, tschüss. Gut sein. Ich war, ciao. Mach's ciao. Gut. Bist du heute gegangen? Was hast du heute gemacht? Solo. Sorgen hast du? Sorgen, nein. Solo losgehen. Ah, gut. Okay. Hast du heute gut gespielt? Nein. Nicht? Das kann man nicht. Aber dein Sohn, oder? Ja, wir haben mittelmäßig gut gespielt. Okay. Haben wir gut gespielt? Ja. Ehrlich? Haben wir mehr als 35 gemacht? Wir haben uns an zwei Ziele gehabt. Und haben das erreicht, das erste? Ja. Okay. Also über 35. Und wir sind immer noch zusammen. Kannst du jetzt gehen? Gut, okay, super. Die erste Ausfahrt hier mit deinem neuen Schlitten, wie war das? Das hat jetzt nichts mit Golf zu tun. Nein, aber wie war es? Dass ich das einfach, es war sehr gut gewesen und ich möchte einfach nur dazu sagen, ich bin schon ein paar Mal gefragt worden, ob das Auto mitkommt mit dem Job als Captain. Nein. Nicht. Nur der Parkplatz? Nur der Parkplatz, okay. Den können wir haben. Ich möchte wissen, wie viel ich gespielt habe. Oh nein. Nicht. Aber gut, bist du fertig gewesen, ja? Und Ursula, wo auf welchem Golfplatz bist du heute? Super. Und jetzt der Heinz hat dir geschenkt. Bist du hier gegangen heute? Bist du hier gegangen heute? Ja, genau. Ja. Hast du gut gespielt, Heinz? Ja, ja. Hast du gut gespielt? Es geht so. Es geht so. Es geht so. Wie ist es heute gegangen beim Spiel? Nicht so gut. Wieso nicht? Wegen Marc, oder? Ja. Ist er schon gewesen? Okay. Also ohne ihn wäre es gut gewesen. Was hat er jetzt gemeint? Ich habe nicht verstanden. Also was war jetzt mit dem... Wie zu helfen, wo sie nachgelegt sind. Ich habe es nachher nicht gesehen. Hast du nicht so gut gefunden, gell? Nein. Wie geht es dir da hinter der Decke? Hast du Stress? Was fühlst du? Nein, ja, sieht gut aus. Alles im Griff. Wie geht's dir? Hast du heute einen strengen Tag gehabt? Ich habe gerade mit dem Bruno, mit dem Dani und diesem. Okay. Gut. Und was sagen wir? Weißt du, Ton ist an. Dass der Bruno heute einen wunderschönen Golftag macht. Ja, der hat super abgeschlagen, der erste Abschlag. Gut. Schätze, wie ist dir gegangen? Ich will noch etwas sagen. Esther, wie ist dir gegangen beim Golfen? Wunderbar. Gut gewesen. Super. Okay. Geht's euch heute so? Super. Super. Habt ihr Stress? Seit wann? Nein. Nicht. Aber er kommt noch, oder? Kommt bald. Also. Und was gibt's heute? Wie hast du gespielt? Ich? Ja. Das ist eigentlich mäßig. Ist so, ich mäßig. Und jetzt bist du aber ein echter Rössler heute Abend. Heute bin ich mega rösslig, ja. Okay, super. Ja, Tipp, gut. Der wichtigste Faktor ist, wir haben eine harmonische Gruppe. Die hat dieses Jahr neu mit Alain zusammen angefangen. Ich möchte sie nur vorstellen und der Dank geht wirklich an unseren Greenkeeper. Im ersten Rang ist
Grüter, Stefan und Priska. Ja. Das kann nicht sein. 39 kann nicht sein. Doris! Und dann ebenfalls mit 38 Punkten. Auch im dritten Rang, es hat noch ein paar andere gegeben. Das ist einfach das Thema, kommt immer davon, auf welchem Loch, dass man halt wie gut spielt. Ist, Also ich sage noch, wer im dritten Rang ist, ist der Silvia und Bruno Trachsel und Rita und Hansi und Kessler. Das ist der David Stauber und der Claudio Cura. Aber zu sagen, die Nächsten haben 37 Punkte. Das ist Arne Scheuermann und der Heinz Andrea. Ebenfalls Vasco und der Jan Weisskopf.